war nicht so prickelnd, sagen wir mal so. Bei Thomas Gottschalk ist sind 30 Jahre Wetten, das und die meisten nur von Thomas Gottschalk. Und man hätte am Anfang nicht die Frage stellen sollen, wer übernimmt Wetten, das, sondern setzen wir es ab oder nicht. Die Antwort hätte damals heißen müssen, ja, wir setzen ab. Es gibt ja keinen Grund weiterzumachen mit einem neuen Moderator. Weil Thomas Gottschalk ist der eine und man kann ihn nicht ersetzen. Also. Aber, tja, da hat man wohl gedacht, ach, wir holen mal den Lanz. Er wird die Show retten. Pustekuchen. Also dafür hatte ich so die Erfahrung. Ich kenne ihn auch von damals, von Explosiv. Da ist er irgendwie hat er eine eigene Sendung gekriegt, Markus Lanz, und das war's. Hätte auch eigentlich so bleiben müssen. Er hätte nicht Wetten, das moderieren sollen. Also. Das war wohl sein Fehltrip, den er gemacht hat, und da weiß man auch genau, warum viele sagten, nein, ich möchte nicht Wetten, das übernehmen, weil es ist logisch, dass man das nicht übernehmen kann, weil es halt so ist, weil stellt euch mal vor, wer wird Millionär? Günther ja auch sagt, ich höre jetzt auf, ne? Da würde auch jetzt jeder sagen, nee, kann ich nicht, will ich nicht, fertig. Weil Günther Jauch ist schon, ja, Günther Jauch halt, weil ich kenne ja das österreichische Wer wird Millionär, wird ja auch in Köln aufgenommen. Und ich sage immer so, der Moderator ist langweilig, also es fehlt der Spaß an dieser Show. Und wenn man die deutsche Version anguckt mit Günther Jauch, dann sieht man, da kann man richtig lachen, weil das ist der Wahnsinn. Weil es wird auch genauso sein. Stell dich vor, Markus Lanz übernimmt Wer wird Millionär, weil Günther Jauch nicht mehr möchte. Dann wird dasselbe rauskommen. Wer wird Millionär wird es dann irgendwann nicht mal geben, weil die Quoten dann fehlen, weil dann viele wissen, Wetten, das war nicht ein Ding, also wird mir ja auch nicht ein Ding sein, und der würde dann nicht so witzig rüberkommen wie der Jauch, er würde knallhart die Schuhe durchziehen, ordentlich sogar, und ohne Witz oder sowas, das ist dann langweilig, ganz ehrlich gesagt, das ist dann richtig langweilig und sowas möchte man halt nicht sehen, und Also für Markus Lanz ist es überhaupt nichts für ihn. Es war nie. Also Markus Lanz sollte einfach Markus Lanz seine Sendung machen und von mir auch aus wieder explosiv moderieren als Nachrichtenmoderator. Mehr nicht, weißt du. Aber man kann ja nichts beeinflussen. Und wir haben Verfrühung, sehe ich gerade. Ui. Sehr schön. Ja, hier fahren auch sehr viele KI-Züge rum. Die meisten mit der 146 und 101er. Doppelstockwagen oder Güterzug. Finde ich nicht schlecht, aber das erklärt auch die Performance-Probleme. Und natürlich Intercity-Wagen. Jawohl. Und da ist sie schon. Unsere Roboter, wir grüßen. Servus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so ein Intercity an so einen komischen Bahnhof fällt. Schreibt es mal in den Kommentaren. Hält hier ein Intercity in Bonn, Bad Godesberg? Hält hier einer? Wäre echt Wunder. Das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, das ist der Name, das ist so. Wisst ihr was? Ich google gleich mal nach. Wir haben hier Aufenthalt und ich bin mal gespannt, ob diese Bahn noch befahrbar ist.
Bonn, Bad Godesberg, genau. Exakt so ein Fahrplan wächst auch noch. Ja, da hat schon mal ein MRB Metro-Regionalbahn, ich weiß es nicht. Das ist aber auf jeden Fall der von Köln-Messe-Deutz nach Koblenz. Ah, ja. Okay, wir stehen jetzt um 14 Uhr da. Ich will mal nachgucken. Um 14 Uhr. Was das im Zusammenhang gibt. 14:02 Abfahrt. RE. Ja. Was ist er? Plus der startet von Emmerich. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ich hatte recht. Denn es hätte kein Intercity. Den hätte man vielleicht vorbeifahren sollen, ne? Oder es ist einfach nur eine Aufgabe für KI-Züge, einfach nur sagen wir mal so, nicht nach dem realen Fahrplan gehen, nur der Spielerzug nach dem realen Fahrplan geht. Das geht auch, ne? Aber ist dann irgendwie ein bisschen unrealistisch, aber naja. Ich stürze das heißt sowieso auf Aufgabe. Ich setze KI-Züge in originalen Fahrplänen. Und ja, aber es ist nicht schlimm. Hauptsache, man hat überhaupt KI-Verkehr auf der Strecke. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Mir kam es ein bisschen spanisch vor, dass er zum komischen Bahnhof Intercity hätten. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. So, nächster halt Oberwinter. Ja, Oberwinter. Auch ein schöner Bahnhof. Kenne ich nicht, aber ein guter Name. Das ist bestimmt Winter. Der wohl lustig. Ja. Witz des Tages, ja. Ich hatte mal mein Stuhl mal ein bisschen aufpeppen irgendwie, weil es das quietscht dann immer so. Das ist ja auch fürchterlich, ne? Der Sound hört sich ein bisschen komisch an. Ja, die Performance ist grottenschlechtig. Hier will man gar nicht drin sitzen. Also wenn du da drin sitzt und sowas im echten Leben hörst, da kriegst du doch eine Macke, oder? Eieieiei, da kriegst du nicht eine Macke, da kriegst du einen Schaden, da kommst du tot an. Da wirst du doch flüchten bei so einem Sound. Wenn ein echtes Leben so wäre. Ja, wir haben 10 vor 2. Ich weiß, es ist spät in der Nacht. Das ist bei mir immer so. Let's Plays werden bei mir nur spät aufgenommen. Also, es gibt nie Let's Plays, wo ich sage, ich nehme Nachmittag Let's Plays auf. Was gibt es leider bei mir nie? Wünschen würde ich mir das, aber es würde scheiße gehen. So, gleich kommt die 100er Zone. Wir müssen dann abbremsen. Und wir bremsen jetzt schon mal ab, auf die 100 km zu kommen. Bremsen noch ein Stück weiter ab. Drücken die Siefer. Ja, das genügt. Ganz gut, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Und lösen. Ich gehe dann auf die AFB. AFB mit den 100. AFB. Hat du brav gemacht. Sogar nee. Lärmschutzwand. Auch schön. Kann man teilweise aus der Stadt gucken. Sehr schön. Auch sehr schöne Berge hier. Ich würde gerne aus der Außenperspektive gehen, aber das Gefühl, wenn ich draußen bin, ist die Performance noch gerade schlechter.
Deswegen bleibe ich hier lieber drinnen. Lokführer sind ja eh immer einsam in ihren Führerständen, ne? Ja, 3 Kilometer noch. Und wir haben grün. Oberwinter Bahnsteig 1, ja. Sehr schön. Können wir langsam in die Rücklauflötze stellen und uns langsam auf den Bremsvorgang vorbereiten, denn wir wollen ja pünktlich und stets richtig an der Bahnsteig, am Bahnsteig stehen. Also am Bahnhof stehen. Ne? Am Bahnsteig kann man ja nicht mit dem Zug stehen, weil am Bahnsteig ist ja kein Gleis. Ne? Also wäre ein bisschen unlogisch. Ne? Aber ich muss sagen, das sieht hier schon sehr schön aus. Ne? Also gute Arbeit. Ja, Talo-Performance-Probleme. Ja, da waren wir jetzt ein bisschen zu schnell mit den Bremsen, muss ich gestehen. Ne? Aber was soll's? Bestätigen nochmal die SIFA und dann wollen wir mal abbremsen langsam. Ne? Ich meine, gut, abbremsen können wir jetzt gleich erst richtig. Dann mal ab hier. Das nächste Mal fahren wir an einem Bahnhof ein bisschen mit Schmackes rein, weil dadurch gewinnen wir auch ein bisschen Zeit und ja. Sag mal, wo ist hier eigentlich die Haartafel? Wollt mir jetzt hier nicht erzählen, dass ihr keine Haartafel gehabt? Ist Oberwinter schon so arm, dass sie keine Haartafeln haben? Ich meine, gut, wir stehen. Also die Fahrgäste, die hinten sitzen, freuen sich, die steigen nämlich frisch aus dem bei Gras aus. Also naja. Hier hätte man sich wenigstens eine Haartafel gewünscht, ne? Aber braucht man ja nicht, ne? Eigentlich müsste der Lokführer selber drauf kommen. Sieht ein bisschen komisch aus. Frage ist, naja, okay. Okay. Von der Lokführer, ne? Da denkt man, na, das ist kein richtiger Lokführer. Der arbeitet nicht für Personentransport, sondern für den Güterverkehr oder sonst was. Aber was soll's? Bremse lösen. 73% raus, guck, ob jemand einsteigt oder nicht. Abfahrt. Ja, bis jetzt waren wir sehr pünktlich. Ach, gleich kommen wir nach Remagen. Ah, unser letztes Ziel vom letzten Mal. 14, 9, das ist pünktlich. Pünktlichkeit zählt immer bei der Deutschen Bahn, ne? Genießt das Let's Play. Genießt die Fahrt. In 4 Kilometer erreichen wir Remagen. Remagen.